Wie sieht's gerade in dir aus? Wie fühlst du dich? Wenn ich dich sehe, dann sehr gut mit deinem breites Lächeln. Ich sehe, dass du dich freust und natürlich freue ich mich auch. Ja, ein schöner Moment gewesen, auch auf dem Platz, wo die ganzen Fans da waren und jeder Spieler nochmal im Arm zu nehmen. Ja, für eine lange, lange Leidenszeit uns endlich mal wieder belohnt mit dem Klassenerhalt. Tut gut. Erstmal zum Spiel glaube ich, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Wir sind super reingekommen, haben eigentlich alles im Griff gehabt. Und dann war wieder typisch so ein bisschen Achterbahn. Dann kriegst du vor der Halbzeit noch das Gegentor. Und ja, hast in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel Ballbesitz. Union baut den Druck auf. Und dann hieß es kämpfen. Kämpfen, versuchen alles wegzuhalten und ein paar Konter zu setzen. Das haben wir grundsätzlich gemacht. Dann haben wir es nochmal ganz zum Schluss spannend gemacht. Aber sofort wieder in Gegenstoß gesetzt und dann war es durch. Und ich bin extrem erleichtert. Man hat gemerkt heute, wie der ganze Verein irgendwo auch zusammengewachsen ist. Wir als Mannschaft mit der Auswechselbank, mit den Mitarbeitern, mit den Fans. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung, auch wenn wir dazu sportlich eher um den Klassenerhalt kämpfen mussten. Aber ich glaube, man kann sehr gut und sehr stark aus dieser Phase rauskommen. Und ja, ich habe gerade schon ein paar Mal gehört, Olli lach. Ich bin fix und fertig. Ich kann nicht mehr. Die Saison war brutal mit all ihren Facetten. Und das Spiel war ähnlich heute. Aber wir haben gekämpft. Die Auswechselbank hat gekämpft, die Zuschauer, die Mitarbeiter, alle. Und ich bin Gott froh. Ich bin einfach nur froh. Was hast du der Mannschaft in der Halbzeit gesagt? Wie hast du die Mannschaft nochmal heiß gemacht für diese so wichtigen 45 Minuten? Ich weiß nicht, wie gut wir rausgekommen sind in die zweite Halbzeit. Da bin ich nicht ganz so happy, aber wichtig war für mich, dass wir aktiv bleiben und auf das dritte Tor gehen, dass wir uns nicht so tief reinstellen lassen, was tatsächlich auch passiert ist. Wir mussten diesen hohen Druck von Union überstehen. Aber da hat die Mannschaft Herz wieder gezeigt, dass jeder einfach wirklich gelaufen ist für die Mannschaft, für diesen Verein bis zur letzten Minute. Und das tut einfach gut.